Herzlich willkommen zurück zu Dergeron spielt The Division. Wir sind gerade an einem Echo Site für XP. Wir lassen uns hier noch ein bisschen zurück. Didn't sleep right, that's all. Sorry, sir. I'm gonna need you to come with me. What? Hey, let go of me. Let him go, Mark. Mark, he's fine. Let him go. Okay. Irgendwie seltsam gefühlt. Wurde nach diesem Markt gerufen. Aber warum? Und es war eine Frauenstimme. Und warum ruft sie, als würde, als hätte sie Autorität über diesen Soldaten? Sehr seltsam. Aber ich mache mir vermutlich zu viele Gedanken darüber, weil es einfach, vermutlich ist es einfach nicht logisch. So. Dann gehen wir mal schnell weiter. Nee. Wir machen hier eine Mission. Agent, we, meaning Dr. Candle, need you to secure the Hudson Rail Yards area. The yards have become a tent city for the destitute and desperate. The people forced out of every place else end up here. What we're looking for is blood samples from those refugees. Clean ones, sick ones, and ones who might have survived the dollar flu for Dr. Candle to work her magic on. So if you secure the site, we can do the rest. Will do. So, hier noch irgendein Zivilist. Der hier braucht, den wir dann auch eine Hose abnehmen. Macht ein bisschen wenig Sinn, aber gut. So, irgendwer Fragen? Okay. Genau, eigentlich können wir hier noch kurz ein paar Waffenteile mitnehmen. Immer gute Idee. Waffenteile. Kann man gut gebrauchen. So. Und weiter geht's. Auf zum Hudson Refugee Camp. Waren nicht hier eh noch ein paar Gegner? Davor noch glaube ich gesehen. Ah, das Spiel ist schon verdammt schön, ne? Ah, hier, die. Die sehen aus, als könnten sie Kugeln bauen. Genau, und wir haben uns so einen tollen Schadenreduktionsbonus. Deswegen auch. Du siehst so ein Zivilist aus, der Hilfe braucht. Du bist aber anscheinend keine. Okay, dann nicht. So. Und wir rennen weiter. Ja. Bin ja mal auch gespannt. So, wir stellen jetzt noch kurz Schwierigkeit auf hart. Na? Und die Tür geht auch wieder auf. Und bam. It's Dr. Candle. I want to stress to you the vital importance of safeguarding any civilians you may come across. The math says some of those people must have survived the dollar flu. That means they've got antibodies to it that I need to have a hope in hell of fighting this thing. And the ones who are just sick. Having a broader genetic diversity of virus samples will help us track the virus's rate of mutation, which is a long way to say, keep those people alive until I get what I need from them. Got that? Great. Roger, Roger, Miss Candle. So. Okay. Was können wir lieber sagen? Oh, that's nasty. God, I think I'm gonna be sick. Hey, it's this or nothing. Ja, anscheinend nothing. Er hat es nämlich, glaube ich, schon weggeworfen, wie es hier aussieht. So ein Dummbatz. Okay. Also raus aus dem Echo hier. Und schauen hier. Okay.
So. Wunderbar. Das mit der Tasche muss ich mir merken. Hatte ich mir, glaube ich, auch schon mal gemerkt, aber ja. Resistenz wieder. Ah, da ist er jetzt, der Gegner. Okay, das war doch nicht der letzte Gegner, aber einer der Gegner. So, damit ist es auch mit dem zu Ende. Der wird hier gleich auftauchen. Heilung warten. So sehr wie wir regelmäßig eigentlich darauf verzichten, dass ich das Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr einzusetzen, sollten wir eigentlich tatsächlich einen anderen Aufsatz wählen, ne? So, einnehmen. Können wir runterspringen? Jo, wir können hier runterspringen. Das tut uns noch nicht mal weh. Schön. Wir werfen mal hier den Turret hier hoch. Oh, what the? The division is not available at this time. The fuck? Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich schaue, dass ich das schnell behebe und tut mir leid, dass das heute dann eine sehr, sehr kurze Aufnahme wurde. Ja, deswegen sind eigentlich so Online-Singleplayer-Spiele irgendwie sau uncool, weil das sieht passiert. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.